Tatsächlich ein bisschen. Echt? Willst du Puder haben? Jetzt besser. Tatsächlich. Echt? Wieder. Ich bin's nicht gewöhnt, geschminkt es zu werden. Nate-Drop. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu diesem fantastischen Video. Der Grund, warum wir alle hier sind, wir wollen geile Aquarien sehen. Wir sind unterwegs mit meiner alten Karre, alles mögliche leuchtet, das ist ein sehr gutes Zeichen. Und es sind nur noch 3,5 Stunden nach Konstanz. Aber hier heißt es absolute Stressfreiheit, weil wir sind heute beim Elias und der Typ, der ist echt entspannt. Geil. Was zum Himmels Willen. Noch vor einem Jahr hat sich Elias mit diesem wunderschönen 300 Liter Becken zu 100% zufrieden gegeben und auch ich fand das Ding extrem gelungen. Allerdings erreichten mich per WhatsApp von ihm mehr und mehr Bilder eines Beckens, das irgendwie dreimal so groß aussah. Eher so wie das. Warum hat der Papa wieder ein großes Aquarium? Oder wer kam denn auf die Idee, wieder ein größeres zu machen? Ist das echt in der Aquaristik so, dass man immer wieder einen Schritt draufsetzen muss? Nein, dieses Mal war es die Frau. Ja, natürlich war es die Frau. Dieses Mal wollte die Frau den Kahn haben. Den Sanctus Canutus. Den wollte sie haben und dann habe ich gesagt, ja, dann geht's nur unter einer Bedingung, dann müssen wir ein bisschen größer machen. Okay, wie groß ist das jetzt? Das hat jetzt oben 700 und unten später sieht man dann noch die 300. Also Tausender, Tausender Block. Tausender Block. Es ist auf jeden Fall wieder mit lebendem Gestein bestickt worden und es ist schöner und größer für die Frau. Das ist so die Ruhe weg. Warum haben hier alle die Ruhe weg? Das kann doch nicht wahr sein. Liegt das an Konstanz oder ist das einfach nur in diesem Haus so? Scheiße, die wird schwer. Weißt du, wie 4 Kilo. Du bist hier absolut Mixstock. Du hast SPS obendrauf, du hast überall ein paar LPS auf dem Boden. Die Fächergorgonie sitzt 1 plus mit Sternchen. Mein Gedanke war, dass es so aussieht, wie es jetzt aussieht. Ja? Nein, nicht durchgeplant eigentlich. Gemixt an Korallen. Ich bin eher so der weichen Typ. Da gibt es ja immer in der Meerwasser-Aquaristik gibt's ja immer den weichen Typ und den harten Typ. Und meine Frau ist der harte Typ. Echt? Ja, also ja. Da kann es immer voll SPS sein. Da muss oben eigentlich immer SPS sein. Ich gucke immer, dass der untere Bereich schön wackelt. Ja. Der untere Bereich, dass der schön wackelt. Nein, jetzt komme ich erst drauf. Warum? Ach so. Du hast einige Muscheln drin. Du hast einmal eine Maxima. Ich glaube, oben im Riff sitzt auch noch mal eine Maxima. Genau. Und das dürfte eine Derasa sein. Das ist auch richtig. Ja, ich liebe Muscheln. Ich habe auch meine Nährstoffe sogar ein bisschen höher gefahren, damit die Muscheln genügend Nährstoffe haben. Ja. Sind für die Muscheln eigentlich bis jetzt immer das Wichtigste gewesen. Wie läuft das ganze System bei dir? Meine Methode läuft eigentlich mit ATI, mit den Essentials. Wasserwechsel mache ich eigentlich auch. Alle 2 Monate mal einen ziemlich großen Wasserwechsel. Und ansonsten, ihr werdet es kaum glauben, fahre ich mit Wodka. Wie genau kann man sich diese Wodka-Methode vorstellen? Im Moment sind es 25 ml, die ich zudosiere, weil... Wöchentlich, oder? Nee, täglich. Täglich 25 täglich, ja. Milliliter Wodka. Weil also ganz normalen Wodka, den man an der Tanke kauft, wenn man das auch... Seht ihr nachher noch genau. 25 ml Wodka, weil am Anfang hatte ich ein bisschen Probleme mit Nitrat, Phosphat. Und das obwohl eigentlich bei ATI hat ja diese C-Komponente. Und obwohl ich die beide zudosiere, braucht das System einfach im Moment noch ein bisschen, bis es richtig greift. So, wenn du dir jetzt denkst, was um alles in der Welt reden die da? In einem Meerwasser-Aquarium entstehen Stoffe wie Nitrat und Phosphat zum Beispiel durch das Füttern der Fische und deren Ausscheidung. Das ist im Grunde erstmal nicht schlecht, da sich einige Korallen sogar davon ernähren können. Zu viel Phosphat und Nitrat sorgt allerdings dafür, dass die Biologie im Becken kippt. Und weiter geht's. Szenario, Nitratphosphat ist sehr hoch im Becken. Liegt im Moment bei 25, 30. Ja. Okay. Und mit Wodka fügst du Kohlenstoff hinzu? Genau, richtig, ja. Und was macht der Kohlenstoff dann? Der versorgt Bakterien. Und diese Bakterien sorgen dann dafür, dass die Nährstoffe, die übrig geblieben, also die zu hohen, dass die abgebaut werden. Und dann nimmt sie der Eiweißabschäumer eigentlich weg.
Das ist der Sinn der Sache. Also du kippst Wodka rein und der Abschäumer... Das Endprodukt landet dann nach einem Eiweißabschäumer, ja. Und die Bakterien machen auch ihren Teil dazu. Ja. Eine etwas ältere Methode, ja. Strömungstechnisch bist du mit einer Menge Tonsee hinten aufgebaut. Ja, genau. Wie ist das, wenn man jetzt ein Becken hat mit dem Riffaufbau? Du hast ja an sich so eine Wand, die nach vorne reingeht. Die kleinen Tonsee. Die Nanostreams, die sind dazu da, um die SPS ein bisschen durchzublasen. Und die zwei großen, die laufen im Intervall, das heißt abwechselnd mit geringer Leistung, dass die dann einfach ein bisschen Bewegung reinbringen. Ab und an mal gibt es dann auch mal eine Welle oder einen Puls, der wo das Ganze dann ein bisschen um das Riff rumspült, dass da keine Gammelecken entstehen, oder? Also du bist sehr abwechslungsreich mit der Strömung. Genau, du schießt mal durch, dann kommt man ein bisschen entspannter. Okay, ist ja cool. Ja. Mal wird es ein bisschen aggressiv und dann fahren sie wieder die chillige Seite. Ja. Also der Liebling meiner Frau ist ganz klar der Kahn, also der Zanklus. Der darf dann auch immer wieder mal an den Korallen picken, deswegen sind da genügend drin. Die macht er auch. Ja, also der macht das auf jeden Fall. Ja. Er schneidet überall ein bisschen. Ja. Ist das jetzt ein Wimpelfisch? Ein Halfterfisch ist es. Halfterfisch, genau. Halfterfisch. Und der ist eigentlich immer problematisch gewesen zu halten. Also da hatte ich auch immer richtig Probleme. Und dieses Mal hat er sich echt zusammengerissen. Und zum Glück meiner Frau, ja, hat sie jetzt die Möglichkeit, den Fisch hier drin zu sehen. Ja. Das kennt man sonst eigentlich eher aus normalen Fischbecken oder aus Weichkorallenbecken. Ja. Ne? Also das ist schon seltener. Also es muss einfach genügend Korallenvielfalt drin sein. Und dann zupft er mal da, zupft er mal dort. Wenn die Steinkorallenspitzen nachwachsen, dann rasiert er die mal ab, weil die sind schön weich. Dann frisst er die Köpfle immer ab. Er lässt den Ganzen wieder Zeit und dann macht er wieder seine Runde. Scheiße, ich würde verrückt werden, glaube ich. Da muss man damit fertig werden, ja. Ja. Sind eigentlich alle sehr nett. Alle wirklich ganz chillig drauf, die Fische. Das ist so geil. Du vor der Kamera ist einfach nur... Ja. Oh, geil. Oh, mit Algenrefugium. Ist das immer so sauber? Das ist immer so sauber. Alter. Allerdings waren da viel mehr Algen drin, weil wenn ich Wodka dosiere und Algen kommen dazu, dann nehmen sie sich ja alle gegenseitig die Nahrung weg, oder? Ja, natürlich. Ah, du kannst das von allen Seiten einmal aufmachen. Ja, das ist self-made. Das feierst du da drin, gell? Nicht, dass ich dich noch mit einpacke gleich. Ich hab scheinbar größer geworden. Ich arbeite immer noch mit Bubel Markus und ansonsten ja UV installiert. Im Moment ist die UV aus, ja, weil ich ja eben Wodka dosiere, weil ich versuche einfach so viel wie möglich Bakterien am Leben zu erhalten. Pelletfilter eben auch fürs Nitrat, weil es doch sehr hoch gesprungen ist. Was machen die Pellets dann? Die tun quasi auch die Bakterien mit Nahrung versorgt. Man sieht an den Algen, wenn sie noch Wachstumsspitzen haben, dass es immer noch genügend Nitrat vorhanden hat. Und wenn sie sich dann auflösen, die Gaulerpas, dann siehst du, dass ein paar Algen raus müssen, dass du es abernten musst, weil wenn sie sich wieder auflösen, dann geben sie wieder die Nährstoffe ans Wasser ab. Was muss ich denn jetzt beachten, wenn ich ein Becken selber bauen will? Du hast das wahrscheinlich mit Holz gemacht, oder? Das ist nur mit Holz gemacht, richtig, ja. Das Gewicht ist eigentlich immer ganz wichtig. Wo kann ich es draufstellen, wie viel? Weil hier haben wir ja auch eine Tonne. Und der E-Strich ist eigentlich für ein bisschen weniger ausgelegt. Aber wir sind hergegangen und haben hinten so Eisenhaken in die Wand gemacht, um das am Rand ein bisschen abzustützen. Im mittleren Bereich oder im vorderen Bereich passiert eigentlich wenig immer. Und das sind jetzt, wie gesagt, das sind keine teuren Materialien oder so. Aber es sieht schick aus. Ich werde dann noch ein bisschen Frosty machen für die. Frosty! Und noch einen Kelmon. Also in dem Algenbecken. Oh, ich sehe den gar nicht. Das Problem ist aber oben. Wir haben da so einen Lippfisch drin, ich weiß gar nicht, wo der ist. Da hinten ist so ein Lippfisch, der hat dieselbe Nahrung wie er. Und dann kannst du dir vorstellen, dass es da zu Problemen kommt. Die haben sich aber im Moment gut verstanden. Helmut hat dann aber das fressen lassen, also er hat nicht gefressen. Und dann habe ich mir gedacht, naja, komm, unten hast du noch einen Becken. Da sind genügend Lebewesen und Kleinstlebewesen, die wo er frisst und pickt. Und Frostfutter kommt auch runter für ihn, bis er dann wieder oben seine zweite Chance kriegt, wenn er gestärkt ist. Du hast jetzt wenig Sand da drin, gell? Eigentlich wollte ich keinen Sand. Stimmt, im letzten hattest du auch keinen Sand drin, ne? Eigentlich wollte ich doch ein bisschen, aber auch nur wieder im hinteren Bereich. Für die Lippfische, dass die knacken können. Wenn du mal einen Lippfisch hast, genau, dann freut er sich eigentlich über Sand. Wo es geht, so wenig wie möglich Sand, weil man da schön Sachen hinkleben kann. Die Montiporas wachsen dann nachher schön, wenn dann natürlich Zeit vergeht und das Becken dann greift. Wie lange steht das jetzt? Das steht jetzt seit März. Ja. März, April. Und wir haben jetzt Juni. Genau. Aber ansonsten, Kupferanemone geht eigentlich immer, gell? Weil wenn die mal durchs Riff wandert, ist schon scheiße, oder? Ja, die bleiben eigentlich ziemlich da, wo sie sind. Deswegen der einzelne Felsen. Und dann habe ich sie ein bisschen eingekesselt mit den LPS. Mit den Euphilien, dann bleibt die da. Kriegt er erstmal aufs Maul. Ja, dann rennt die immer mal wieder ein bisschen rum und dann merkt sie, da gibt's Ärger da auch. Echt? Und dann bleibt sie eigentlich da oben.
Hast du das schon gesehen, dass sie sich ein bisschen bewegen? Ja, ja. Sie bleibt dann eigentlich immer nur auf diesem Plateau und sie merkt, sie kommt mit dem Fuß an eine Euphilia dran, dann entscheidet sie sich wieder nach oben. Ja. Boah, ist eigentlich voll der nice Tipp. Ja, aber ob es wirklich hundertprozentig so garantiert werden kann, also bis jetzt war sie immer da oben. Vielleicht ist ja einigen von euch während dieses Videos ja bereits aufgefallen, dass Elias über so einem großen Becken nur eine einzige Lampe hängen hat. Das ist eine ATI Straton. Vorgesehen ist diese für wesentlich kleinere Grundflächen, allerdings hat Elias die SPS-Korallen, die ja am meisten Licht benötigen, direkt unter die auf 90% laufende LED gesetzt. Die LPS und Weichkorallen eher in die lichtärmeren Zonen. Ja, ganz clever. Hau rein den Kaffee! Was gibt's bei dir immer Gutes? Artemia, Grill, alles was die Frostapotheke so hergibt und Algenblätter für die Docks und für den Zahnfluss. Fütterst du Korallen separat? Machst du irgendwie Nein. Staubfutter oder sowas? Nein. Ist alles nur... Die kriegen eigentlich genügend Dreck von den Fischen ab im Moment. Ja. Baby! Austern habe ich auch drin. Austern? Ja. Nee. Doch, die sorgen dafür, dass das Wasser immer schön klar bleibt und so. So, die man echt kennt zum Verzehr. Die Verzehraustern. Filtern auch sehr viele Sachen aus dem Wasser ein. Kann man das prinzipiell empfehlen, Austern im Becken zu machen? Empfehlen? Ich muss so eine Sache. Empfehlen! Du brauchst eine Auster. Eigentlich reicht eine Auster für so ein Aquarium. Ich habe jetzt mal drei reingeschmissen, weil wenn ich dann genügend fütter und so weiter, dann halten die auch ziemlich und sie sorgen halt dafür, dass das Wasser schön klar ist. Man sagt es immer der Auster nach oder den Miesmuscheln und so weiter, dass die eben da sind, wo Schwebestoffe sind und die dann rausfiltern. Ich habe noch nie eine Auster gegessen. Ich habe gehört, das ist voll ekelhaft. Gourmet! Das war's auch schon mit unserer kleinen Exkursion nach Konstanz. Vielen Dank, Elias, fürs Zeigen und euch natürlich fürs Zusehen. Das typische YouTube-Gelabere von wegen Folgen und hast du nicht gesehen, lassen wir heute mal weg. Bis nächste Woche. Was geht ab?